Hallo und herzlich willkommen zu Seven Rains to Die. Und es regnet schon wieder, immer noch. Kacke. Hier waren noch Leute gespawnt, da. Daneben geschossen. Glaube aber beinahe, dieses Haus ist wieder verhältnismäßig unspektakulär. Können wir mit dem Zoomen aufhören, wenn die Leute so dicht dran sind? Das nervt ja. Schwuppdiwupp. Das wird auch ganz lustig. Ja, so. Ich habe ja, wissen ja viele Leute gar nicht. Ich habe auch angefangen, Battlefield 1 zu spielen. Also One, also das Neue. Nicht das Erste, sondern das One. Weil das geil ist. Und habe jetzt gerade gestern Abend gelernt, dass ich auch mit Standardvisier den Zoom hochstellen kann. Ja, Leute, ihr könnt, wenn ihr im Spiel auf das kleine Zahnrad, also im Spawn-Bildschirm, auf das kleine Zahnrad neben eurer Waffe klickt, könnt ihr da den Zoom einstellen. Auf bis zu maximal, ich glaube, 2,5-fach. Und dann habe ich überlegt, stellst du auf Maximum oder stellst du nicht auf Maximum? Und dann dachte ich mir, warte mal, wenn ich nicht zoomen muss, dann sind die Leute so dicht dran, dass ich auch aus der Hüfte schießen kann. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder anlegen dann und mich über den Zoom ärgern, bis ich es lerne, dann in solchen Situationen aus der Hüfte zu schießen. Magnum Grip haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Haben wir schon über das Gunpowder gesprochen? Haben wir schon. Nein, das war nicht, absolut nicht der Plan. So wollte ich das gerne, bitte, danke. Sehr nett. Ach, guck mal, Metzing käme nett. Wo soll man das jetzt hinstecken? Komm, scheiß aufs Papier. Echt. Bandage. Und, ja, wozu brauchen wir Moldybread, wenn wir ein Antibiotik haben können? Denkt doch mal mit, Leute. Hühnersuppe. Essig. Aha. Kohle im Ofen. Auch schön. Ja. Schade ein bisschen. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Nein, leider nicht. Und, nein. Gut. Das war das. Ich würde sagen, wir gucken uns hier nochmal diesen Tisch an. Auch nicht gelohnt. Forced vielleicht. Können wir uns auch nochmal anschauen. Legen wir das Antibiotik hier rein. Immer noch besser, bisschen, aber nicht gut. Nicht gut. Komm, wir gehen nach Hause. 16 Uhr, wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Wir haben gerade ein Bier-Intus. Es regnet, es ist hungermüde, pipi kalt. Und zur Belohnung schweigt der Finn und läuft in einen Kaktus. Super. Wird eine ganz prima Folge. Verdammte Kohle. Komm her, du. Gib ihm. Nimm sie mit. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin doch ein Kohlesammler. Ich bin der Kohlesammler. Ich ärgere mich, dass ich die Quest angenommen habe. Obwohl, 3 Screamer kriegt man wahrscheinlich dann auch auf die Schnelle nicht. Und wenn sie dann kommen, bin ich viel zu hektisch, um an die Kiste zu gehen und die Quest rauszuholen. Ihr kennt mich doch. Haben wir die Quest halt, gibt es halt keinen Bonus. Ist passiert. Was zerreißt mich in der Luft? Und jetzt, was wollt ihr machen? Oh, da habe ich zu spät gesehen. Was wollt ihr machen? Hä? Wollt ihr meinen Computer hacken und für mich heimlich weiterspielen und die Quests nur noch dann annehmen, wenn es euch passt? Ist es das, was ihr wollt? Ich glaube ja nicht. Nice. Hast du nicht mit gerechnet, war? Ja, machen wir das jetzt. Warum wird uns warm? Es regnet doch. Ich will den Alkohol nicht da lassen. Ich trinke diesen Tee. Schmeiße das Glas weg und mache. Wir haben die Jacke in der Tasche. Es regnet.
Wie kann man denn jetzt schwitzen? Und verlaufen haben wir uns auch. Fast ein bisschen. Wo geht's da lang? Jetzt muss ich natürlich wieder gucken. Das ist. Die sind ja ganz schön bunt geworden, die Kanickels. Lustig. Das ist ja zerstört. Aha, da geht's wahrscheinlich zur Stadt wieder, ne? Zu großen, ja, dann müssen wir dahin. Wenn wir nichts anderes in der Nähe haben, wo man Sachen looten kann, müssen wir in die große Stadt. Können wir uns vielleicht sogar erlauben mit dem Minibike? Nehmen wir unsere Pistole und dann schwubbel die Wubbel. Unentschlossen. Müssen wir gucken. Also, wo ist denn... Hattet ihr mir nicht ein Minenloch versprochen eigentlich? Ich bin so süchtig nach Minenlöchern. Merkt ihr vielleicht. Gib mir selber schon auf den Sack, diese Sucht. Aber, was willst du machen? So, jetzt haben wir fast 1000 Kohle. Schlagen wir hier noch einmal. So. Okay. Das gibt immer 20. Dann können wir uns jetzt hier keinen mehr erlauben. Sonst verschwenden wir. Auer! Mann, immer diese Mini-Kaktussis. Was bitte, Herr Finn? Bisschen Political Correctness muss gewahrt bleiben, bitte. Optional Time failed. Macht mich traurig. Können wir das ausblenden? Schlecht. Okay. Weil wir sonst sinken. Ist das vielleicht gar keine so gute Idee, hier jetzt rüber zu schwimmen? Weil dann kommen wir in der Mitte raus, wo... Sachen los sind? Nee, müsste gehen eigentlich. Aber sieht zerstört aus, auch, wa? Nimm mal den Bogen in der Hand. Nee, ist Savanne. Phew, das war knapp. Auch eigentlich ein bisschen geil, wa? So eine Insel? Aber, ja, ist halt doof. Hab ja auch mal schon viele Alphas her. Alpha 8, glaube ich, oder Alpha 9. Habe ich mir auch mal auf einem See quasi eine Plattform gebaut, mit so Stelzen ins Wasser, wo ich da mein Haus drauf gebaut habe. Und das fand ich eigentlich eine mega gute Idee. Bis Tag 7, weil dann kam die Horde, und zwar durchs Wasser. Super. Ganz prima. Die liefen dann einfach da unten einmal lang. Und wie wir alle wissen, klappt Schießen unter Wasser nicht so richtig prima. Und dann habe ich diesen Spielstand aufgegeben wieder. So war das damals. Und jetzt sind wir schön nass und schwitzen nicht mehr. So habe ich das gerne. Idyllisch. Bisschen. Haben wir bald. Hier ist ganz schön steil, der Strand. Hätten sie mal eine Absperrung machen sollen. Wenn man jetzt hier mit seinen Kindern liegt und sagt, ja, geh mal kurz ins Wasser. Zack, ertrunken. Weil sie nicht mehr stehen können nach 2 Schritten. Gefährlich, gefährlich, Leute. Da müsst ihr ein bisschen besser aufpassen. Achso, Ausdauer ist leer. Lass uns doch mal kurz ein bisschen machen hier. Machen wir mal kurz gemütlich. Süß, Insel. Archipelago hier. Da vorne ist Schnee. Da ist zu Hause wieder. Habe ich mir natürlich super ausgesucht. Kann man richtig gut hinschwimmen. Jetzt. Ja. Hilft ja aber nichts. Es hilft doch nichts, immer die Meckerei, Herr Finn, Mann. Schwimmen musst du doch dann trotzdem. Warum sind wir jetzt wieder so langsam beim Schwimmen? Wir waren doch eben so schön schnell. Ah, warte. Oh. Gibt doch so einen kleinen Schub. Wie Flipper, wie so ein Stein, flitschen wir übers Wasser. Flitsch, 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 flitsch. Und kann einfach gedrückt halten, das Hüpfen. Gut. Verhältnismäßig schlecht für die Ausdauer, aber naja. Bisschen schneller fühle ich mich. Und wenn es nur ist, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich was tue und nicht einfach nur schwimme. So, hat sich was mit der Ausdauer? Müssen wir leider den Sprint aufhören und hüpfen. Ach, wir können hüpfen, ohne dass es Ausdauer kostet. Das ist doch gut. Können wir schon wieder stehen? Nein. Da aber.
Gut. Nur so durfte ich als Kind immer, also als Kind, als ich noch nicht schwimmen konnte, immer nur bis da, wo du nicht mehr stehen kannst. Also bis da, wo du noch stehen kannst. Ja, schwimm mal immer, also geh mal bis da, wo du nicht mehr stehen kannst. Kannst zwar nicht schwimmen, aber ist supi. Und jetzt frieren wir. Sind wir auch lange genug im Regen geschwommen. Zieh den Mantel an. Schön. Bietet sich eh an, weil da vorne kommt da wieder Schneebiom. Sind auch bald zu Hause, hoffe ich. Da haben wir doch ordentlich genutzt den Tag, wa? Hat sich doch ordentlich ergeben. Haben wir lohnende Sachen dabei? Oh, geht. Das ist natürlich ganz gut. Können wir unsere. Ich glaube aber, das mache ich noch gar nicht, oder? Oder möchte ich das? Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich unschlüssig. Ob ich die Wrenches dann zusammen knuseln will, wenn unsere Richtung kaputt geht, um die damit zu reparieren. Oder ob ich die jetzt zusammen knuseln will, um die Qualität zu erhöhen mehr. Das ist gar nicht so eine leichte Frage, wa? Hätte ich das Messer nehmen sollen, da habe ich vergessen. Mist. Hör mal, Junge, ich brauche noch Augerparts. Hast du vielleicht welche dabei? Oder das Kettensägenbuch, dass ich wenigstens meine Kettensäge auseinandernehme. Was ist denn da los? Wollte mich gerade beschweren, junger Mann. Shades. Hat er. Wie viel Eisen haben wir mitgebracht? Keine 300. Dahingehend tatsächlich nicht so lohnend. Unbedingt. Müssen wir so sagen, wie es ist. Aber. Besser als nichts, wa? Oh, First Aid Kit und ein Topf. Aber wir waren ja, doch, eigentlich waren wir schon auf Eisensuche. Wollte gerade sagen, wir waren ja nicht auf Eisensuche. Aber waren wir eigentlich schon. Aber nicht explizit zum Eisen. Also, Cooking Grill. Scrap das. Könntest du selber basteln, der Spiel. Hör mal. Tree Stump. Da kann alles Mögliche drin sein, den Tree Stumps. Kann das sein? Guck mal. Short Stocks behalten wir aber nicht. Wir haben sogar den einen Platz jetzt für die Bullet Tips übrig, die wir damals gescrapped haben, bis dann noch auf dem Hinweg. Okay, wir scrappen die Bullet Tips. Wir essen die Chicken Ration. Scrappen die Dose und nehmen den Shotgun Receiver mit. Ja. Takita down! Jawohl. Abgemessert. Du Wichtel. Du Wicht. Okay, ich hau ab. Tja. Oh, das ist natürlich eine Sache, die wir prima finden, den aufzubessern, unseren Overall. Muss leider der Stoff weg. Wir haben auch welchen angepflanzt. Müssen wir nicht hier. Tja. Oh, Leder brauchen wir nicht. Steel Arrowhead. Scrappe das. Honig. Die Baumstümpfe sind doch verhältnismäßig geil. Wenn sie nicht gerade nicht da sind. Also der war zwar da, aber nicht. Keine Option. So. Warte, halt still. Dankeschön. Das war gut. Direkt umgefallen. Bist du umgetippt, kleiner Mann? Bisschen hingefallen, ja. Military Fiber, leck mir doch an die Füße. Was ist hier los heute? Aloe Vera Plant. Schade, bisschen. Aber wir lassen noch keine Military Plant Fibers. Military Fibers liegen. Wo kommen wir denn da hin? Where come we then there to? Ach Mist, dachte, wären wir noch weit genug weg. Voll in die Schulter. Brauchen dringend wieder neue Pfeile. Leute. Aha. Federn haben wir ja reichlich, das ist gut. Aber Eisen. Spitzen. Genau.
Also es ist tatsächlich, fällt mir jetzt so, wo ich gerade das Messer betrachte und denke, Mensch, eigentlich hätten wir immer noch mal ein Messer finden können, um unseres zu reparieren. Oh, warte, warte, warte. Schade. Na gut. Tatsächlich auch eine sehr, 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 sehr angenehme Sache mit diesem Workbench kombinieren. Weil du ja sogar Sachen reparieren kannst, die du gar nicht reparieren kannst. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. Jawollo. Ich habe die ganze Zeit, jedes Mal, wenn wir was weggeschmissen haben, habe ich überlegt: Tust du den Grain Alkohol weg? Tust du ihn weg? Oh nein, ich habe ihn aufgehoben und jetzt haben wir zwei. Ha! Oh, dann können wir First Aid Kits basteln. Und das gibt das andere. Science Skill. Genau, Science is the word. Das ist gut. Und dann können wir eine Alchemiestation basteln. Jetzt noch nicht so bald, aber wird schon gehen. Und da sind wir zu Hause fast perfekt zu 22 Uhr. Wer ist der beste Aus. Ach so, das sind Krüppelbäumchen. Dachte, da stehen Leute. Puh. Da haben wir mal einen Schreck gemacht jetzt. Empty. Heftig. Warte mal. So, ein bisschen Holz für die Nacht. Wisst ihr? Einfach. Muss mich da nicht erklären, was das angeht. Tut mir leid. So, aber ordentlich Brass. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Mach mal aber nur die Hälfte vom Eisen hier rein und turn on. So, schön zu Hause. Zu Hause ist immer noch am schönsten. Wir machen direkt die Range besser. Komm, was soll das? Guck mal. Mal ein bisschen verbessert. Das müssen wir auseinanderklabüsern. Haben wir schon Geld hier? Ein Geld haben wir. Sehr, sehr gut. Wie wir sagen, dieses Öl wert? 100! Ein Öl ist 100 wert! Alter. Natürlich gut. Military Fiber hier rein. Ach komm, hier schmeißt diese Wrench auch noch rein direkt hier. Oh. Bäm. Einen ganzen Punkt. Wow. Krass. Hätten wir vielleicht dort lieber aufheben sollen. Aber psch. Müsst ja keinem erzählen. 17 Mais haben wir. Wollen wir? Nee, wollen wir gar nicht. Sind wir noch gar nicht so weit. So, Wässerchen und Mais und Eier. Seht ihr, 13 Eier, 3 Fleisch. Das geht sich nicht aus so. So, und ich glaube, wir haben noch Hunger. Kann das sein, eventuell? Haben wir noch fleißig Hunger? Wollte gerade sagen, sind wir im Wellness Camp eventuell? Nee. Gut. Okay. Das brauchen wir. Das kann hier rein. So. Was wollte ich machen? Ach so. Ach so, das ist nur der Stock. Trottel. Das ist das Richtige. Oh, guck mal. Das wird gut. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, ist okay. Können wir nehmen. Hat sich gelohnt. So, man verbringt natürlich verhältnismäßig viel Zeit mit diesem Kram auch, ne? Aber gut, wir haben ja nachts eh nichts zu tun, sonst, weil wir schlafen ja nicht. Schlafen ist auch für kleine Mädchen. Iron Arrowheads, genau. 59 Stück bitte, Dankeschön. Sehr nett. Machen wir Lampion aus. Kohle, Kohle. Das ist viel Kohle. Das ist gut. Ducktape, 17, auch nicht so verkehrt. Oh, Blei, können wir hier in die Forge schmeißen? Können wir nicht. Warum nicht? Weil es noch besetzt. Okay. Shotgun Shells und 10 mm Bullets. Ach, hatten wir noch gar keine. Okay. Dann haben wir jetzt welche. Shotgun Reciver können wir zusammenstricken. Oh, hat nicht mal ganz zum Reparieren gereicht. Na gut, aber. Ja. Ja. Bin ich trotzdem zufrieden mit. Sagt, was ihr wollt. Das kommt hier auch überhaupt noch gar nicht rein, sondern es kommt nach hier. Und hier nehmen wir mal die Hälfte auch und legen das hier mit hin. Und haben wir hier schon Alkohol drin? Haben wir schon.
Nachts ist es auch. Ihr habt die Geräusche gehört. Blei am Ei und noch mehr. Zack. Und wir haben überhaupt keinen Stein mehr in der Forge. Mach mal noch Stein rein hier. So. So, ich glaube, dann sind wir mit unserem Ausflug fertig an der Stelle, ne? Ja, okay. Zement müssen wir noch mehr machen. Ich würde gerne auf jeden Fall... Ja. Das heißt, wir gehen morgen noch mal auf jeden Fall Steine kloppen und so. Und wir können ja schon mal eine neue Pickaxe bauen. Und die mit unserer alten verknuseln. Weil die hat schon ein bisschen gelitten. Vielleicht gibt es ja noch mal ein paar Quality-Punkte. Wäre natürlich gut, wenn wir das so hochschrauben, bis wir irgendwann eine lila Pickaxe haben. Nicht so verkehrt. Und eigentlich ist dann der Skill auch gar nicht so wichtig, fällt mir gerade ein. Weil wenn wir erstmal eine lila haben, ist ja egal, was wir herstellen. Stellen wir halt eine blaue her und verknuseln die wieder. Und davon wird unsere lila eine Pickaxe nicht schlechter. Im Gegenteil, vom Reparieren werden die ja schlechter. Ja, ich weiß nicht, ob das so ausgeklügelt ist, das System, liebe Funpimps, oder ob es das nicht doch zu leicht macht, ein bisschen. So. Okay, dann mach direkt... Können wir ja direkt alles wieder raushauen hier. Ist ja wurscht, stört ja keinen. Was warm haben wir? Ja, gut, meine Lieben, dann haben wir diesen Tag auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ne? So, hier, so ein Schlafsack. Nachtchen! Guten Morgen! Ja, guten Morgen. Euer Ungeduldsfinn wäre doch nicht der Ungeduldsfinn, wenn er nicht so ungeduldig wäre. Dann gehen wir schon mal los. Ihr seht es vielleicht. Es fällt. Ist schon wieder. Nee, ist noch nicht so weit. Ich würde gerade sagen, aber heute ist alles angepflanzt. Ich habe einen leicht besseren Bogen. Ja, ich habe die Nacht durch so ein paar Bögen gecraftet und die dann immer da drauf geschmiert auf den alten. Und jetzt haben wir einen 600er Bogen. Und das habe ich dann auch nochmal wiederholt. Mit dem Bone Schiff. Damit wir unser gutes Messer nicht so abnutzen jetzt. Ja. Wenn wir Sachen auseinandernehmen. Und Knochen haben wir ja reichlich. Und bald ist auch wieder Nacht 14. Und dann können wir auch nochmal den einen oder anderen Knochen sammeln. So. Oh. Das war gut. Oh. Oh, das war auch gut. Kommen sie natürlich aus zwei Richtungen dann gleichzeitig, wa? What's up? Du Maus. Hast du dir aber auch anders vorgestellt, wa? Können wir gleich den Boneschiff benutzen hier. Warum musste ich da jetzt? Tja. Gut. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Vom Wegrennen wieder verloren. Mist. Ha, warte. Nee. Ein kleiner Stein. Der war doch hier. Da. Nee, war nur ein Schatten. Da. Hat ihm nischt. Okay. Ey. Guti. Gib den Bogen wieder her, falls Hunde. Oh, oder Krankenschwester. Wie bitte? Was ist hier los? Sag mal. Schieß dir halt den Rücken, ey. Bin nicht drauf angewiesen, ihren Kopf zu... Oh, Beutelchen. Sehr gut. Na, sag mal, wie liegst du da? Leute, gibt's überhaupt keine Scham. Ach, guck mal. Steine. Auch gut. Aber wir wollen erstmal... wir wollen jetzt in erster Linie, wollen wir hier Sand und Stein für unseren Konkret. Weil, das ist auch ein bisschen traurig. Bleiben immer 12 übrig nach dem ersten Schlag. Soweit kein Kalein.
den her. Wir haben wieder einen Knusper-Zombie. Wo bist du, Mr. Knuspermann? Knusperman! Hör dich doch knuspern. Wo bist du? Da hinten, da am Arm der Welt und knuspert mir hier direkt ins Ohr. Wisst ihr? Naja, gut, direkt ins Ohr ist auch. Also, lächerlich, ja. Aber das nervt mich ja jetzt. Nee. Nee, das ist mir zu blöde, tatsächlich. Dann machen wir das jetzt anders. So. ach so, aber das gute Eisen, was wir jetzt brauchen, das brauchen wir natürlich für andere Sachen. Als dafür einfach jetzt nochmal zwei Pickaxes herzustellen und die da reinzuschmeißen, damit die... Ja. Versteht mal meine Situation. Nee. Schwer immer. Ich hab's schon nicht leicht. Müsst dazugeben. Hab ich einen Hund gehört? Nein, alles gut. Alles gut. Es ist schon, ja. Ja. Ist schon ein Ding, der Finn zu sein. Na, das hat, Tja. Müssen wir Olivenöl machen. Aus Oliven. Ich schlage hier willkürlich einfach auf Sachen ein, weil ich völlig, völlig unentschlossen bin, wie ich jetzt tatsächlich wirklich ernsthaft vorgehen möchte im Moment. Nee, war nur die Musik. Ich dachte, wäre wieder ein Hund. Ich habe gerade ein bisschen Druck auf den Ohren, tatsächlich. Deswegen höre ich auch gerade ein bisschen schlechter, aber... Oh, was? 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 Jetzt habe ich einen Hund gehört. Was war denn das eben? Da ist ein Hund. Da kommt... Der kommt! Scheiße, der kommt ja zu uns! Wo bist du? Der war gut! Lauf, lauf! Oh, nicht... Mega! Bester Hundekiller, wo gibt? Wartet mal, ihr habt gesagt, warum ich nicht die Axt benutze? Die macht genauso viel wie der Boneshift tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass die weniger macht. Da hatte ich am Anfang das Gefühl, als ich das mal ausprobiert hatte. Dann können wir auch die Axt weiter benutzen. Habt ihr natürlich recht. Jetzt habe ich mir natürlich... Ich wusste noch nicht so richtig, wie ich die Antwort auf den Kommentar schreiben soll. Jetzt werde ich natürlich die ganze Zeit nicht auf den Kommentar antworten. Weil ich ja weiß, dass ich das hier in der Folge tue. Aber die kommt erst in 3 Tagen. Naja. Was war das hier? Was ist hier wieder was? Warum? Was ist da gerade explodiert vorhin? Hund. Ich hab dich genau gehört. Ich meine mich gerade zu erinnern, dass ihr was geschrieben habt von Minen, die hier liegen. Jetzt erinnere ich mich, jetzt wo ich explodiert bin. Wollen wir mal ein Painkiller essen? Aber ja, wa? Oh, Durst haben wir. Trinke einen Juckersaft. Hauptsache, uns wird jetzt nicht kalt. Bin natürlich ein bisschen paranoid. Mit der Mine gerade und dem Hund, der danach kam, ist... Fühle ich mich jetzt hier gerade absolut nicht wohl, tatsächlich. Weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, aber... Eieieiei. Hubcap liegt da. Brauchen wir die? Eigentlich nicht, wa? Ich höre jetzt immer und überall gerade Hunde, Leute. Das ist nicht schön. Vor allem, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen Druck auf den Ohren, weil ich mich wahrscheinlich ein bisschen erkälte gerade. So geht das immer los. Und höre mir so mittel. Aber das ist ja auch eh, wenn ich mir hier so mal einen verschämten Blick auf die Uhr werfe. Ist doch schon längst wieder vorbei für heute. Lass es nur wissen. Das ist hier wieder. Hat mich jetzt der Knusper-Zombie nervt mich. Aber wir gehen jetzt eh nach Hause kurz. Sachen in die Forge schmeißen. Und was wollte ich noch machen?
Weiß ich gar nicht. Warum nehme ich das Blei jetzt mit? Aus Prinzip wahrscheinlich. Weil es hier ist. Weil es mich stört, wenn es hier so rumliegt. Ja. So. Ach genau. Sachen in die Forge schmeißen. Sachen in den Dingsbumser schmeißen. Wollen wir unterwegs noch einen Stein mitnehmen für ein bisschen mehr Eisen? Ja, wa? So, aber Mann, ey, doch nicht mehr heute, Mann. Also, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht mit mir. Hoffe natürlich, dass ihr dann beim nächsten Mal entsprechend auch wieder dabei seid. Und bedanke mich sehr, sehr bei euch fürs Zuschauen. Hat mir auch wieder Spaß gemacht mit euch. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play 7 Days to Die. Und diese Steine gehen verdammt, verdammt schnell tot. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber den muss ich jetzt noch zu Ende tot machen, bevor ich die Folge beende. Weil sonst vergesse ich den oder stehe hier beim nächsten Mal und denke, wirklich, habe ich mir diesen Stein übrig gelassen, um den tot zu schlagen. Und dann sage ich nämlich jetzt, der Knuspermann ist immer weg, Tschüssli Müsli.